Und willkommen zurück zu Subnautica. So, in der letzten Folge haben wir ja nun hier die Shots alle verstärkt. Also nicht die Shots an sich, sondern die Wände. Haben wir auch schon wieder eine fertige Batterie. Sehr schön. Halt. So, Batterie. Lass mal so drinnen. Die sind auch beide voll. Gut. Tja. Dann würde ich sagen, tun wir noch das raus. Und es geht wieder los auf. Genau. Auf Titansuche. Na, hier gehen wir es mal lieber noch nicht rein. Da ist auch schon wieder eine Batterie leer. Hier liegen auch noch. Oh, hier liegen gleich jede Menge rum. Ja, die sind komischerweise alle leer hier. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Den hatte ich ja schon gescannt, gell? So, zwei Fracks kriege ich mit Sicherheit noch rein. Was ist hier drin? Ist aber das Seekleider drin. Hier ist noch ein Frack. Die machen aber auch immer ein paar Geräusche, die Viecher. Das ist heftig. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Hier ist noch. So. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Platz zu wenig, gell? Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir haben genug eingesammelt, das reicht erstmal. Um die Schotten auf alle Fälle fertig zu kriegen. So, und dann werden wir gleich noch was essen müssen, sehe ich gerade. Essen und trinken. So, das war's schon. Das nehmen wir mal mit rüber. Achso, geht schon nicht mehr. Das ist schon wieder voll. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen das hier. So. Wir können aber hier. Ne, können wir nicht. Hier könnten wir es einbauen. Aber das finde ich irgendwie doof. Das ist das. Das. Ja, weiß ich. Weiß ich. Ich muss erst mal Titan rausräumen. Was wird der Schrank fürs Titan, würde ich sagen. Und das alles raus hier. So, kann man gleich schon mal Titan dran schreiben. Titan. So, hier können wir eigentlich das fürs Quarz und fürs Glas machen, gell? Dazu können wir die Sachen nämlich hier raus.
Das kann man es mir drüben rein tun, weil jetzt müssen wir nämlich schon ich muss bestimmt. Ja, ja, es läuft wieder Wasser rein. Ach Leute, warum habe ich denn die Schätze jetzt verstärkt? Ja, ach ja, wieder. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Entschuldigung, Entschuldigung. Es hat gekrabbelt in der Nase. Jetzt habe ich natürlich kein Lithium mehr, gell? Nee, habe ich nicht mehr. Schade. Dann kann ich das auch nicht fertig machen. Tja, da wird jetzt nur noch eine Möglichkeit übrig bleiben. Wir müssen nochmal zu der Insel zurück. Wie sieht es mit der Energie aus? Ja, verbraucht sich langsam. So. Hier hat man doch wieder eine Batterie. Die anderen beiden waren voll, gell? Hier hat man noch zwei volle und hier war da auch noch eine voll. Die hier, gell? Jo, dann wollte ich nämlich sagen, essen wir noch was hier. Halt von hier. Oh, gibt's doch nicht schon wieder. Ja, den können wir ja leider nicht aufwerten hier, oder? Nee, hier können wir keine hinmachen. Gut, wir beamen zu der Insel. Wenn wir zu der Insel schon beamen, dann nehmen wir die Artefakte gleich mit. Wo haben wir die hin? Halt, hier waren sie doch. Nehmen wir, ja, seht ihr das? Ist doch klar, dass meine Basis dann kaputt geht davon. Dann nehmen wir die Artefakte gleich mit. Bitte was? Das konnte jetzt keiner von euch lesen, oder? Okay, gut. Dann beamen wir mal zu der Insel wieder rüber und bringen noch einiges an Lithium mit.
Hat ja dann doch nicht gereicht, was wir da mitgebracht haben. Leider. Aber die verstärkten Schatten haben jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Wir hatten jetzt auch kurz hintereinander mehrere Wassereinbrüche. Jetzt bekommen wir ein Signal, jetzt wo wir hier gleich an der Insel sind. Das sind ein paar Pfeifen. So. Es wird uns der Weg geleuchtet. Gleich weitergehen. So, für die Leute, die es interessiert, das ist das Portal. Was auf die andere Seite, was auf die andere Insel führt. So, aha, hier kann man was scannen, sehr schön. Pinke Kappe, wohl. Gefleckte Kappe, Klapper, ach, gefleckte Klapper. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo ich das letzte Mal mit dem Spiel da unten lang bin, da war noch nichts da.
war noch nichts hier gewesen. Das weiß ich noch. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, kommen wir hier auch nicht weiter hoch. Gehen wir hier drinnen hinunter. Hier kommen wir, glaube ich, unten in die Bucht rein. Schwebendes Lithium. Oh, hier gibt es genug Lithium. Ja, viel können wir auch nicht mehr aufnehmen. Sind wir schon wieder voll. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Ob wir mit dem ganzen Lithium, was wir jetzt gesammelt haben, nach Hause kommen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Alles klar, macht's gut, bis dahin, tschüss.